Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge WoW Classic The Burning Crusade. Ich queste mich durch die Scherbenwelt und ich muss Asche auf mein Haupt leider gestehen, dass ich in der letzten Folge einen kleinen Fehler gemacht habe. War es die letzte Folge? Ich glaube schon. Zwar habe ich gesagt, ich bin hier durch die Zangamaschen. Dann habe ich für Sporigan noch zwei Quests erledigt im tiefen Sumpf. Und da habe ich eine neue Quest bekommen. Und die werde ich jetzt mal abschließen müssen, weil, wie gesagt, ich möchte ja alle Quests erledigt haben, bevor ich dann irgendwann mal diese 70er Quests hier mache. Von daher, was wir jetzt in dieser Folge machen, wir werden Sklaventreiber der Blutschuppen und Verzauberin der Blutschuppen killen müssen. Es wird wahrscheinlich nicht lange dauern, aber gemacht werden muss es ja trotzdem, ne? Während ich anreise, kann ich euch mal meine Story erzählen, die ich jede Folge erzähle. Und zwar, wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um keins meiner weiteren Videos zu verpassen. Schreibt mir gerne einen Kommentar in die Kommentare oder was Positives, was Negatives, wie auch immer. Hauptsache ihr schreibt irgendwas. Irgendwas, was sinnvoll ist. Also es sollte schon konstruktive Kritik sein. Positiv, negativ ist mir dann eigentlich egal. Hauptsache es kommt mal eine Reaktion. Ja, und dann kann ich mal schauen, wie ich darauf reagiere. Ich kann nur besser werden, wenn ihr mir sagt, was ich falsch mache, was ich besser machen kann. Von daher, bitte schreibt mir was. Also, wir reisen jetzt an. Sind wir auch gleich da? Muss ich oder darf ich nicht vergessen, noch Gift aufzutragen? Die Glühkappe nehme ich hier noch mit. Dann nehmen wir noch eine und noch eine. Das war, glaube ich, auch für Ruf bei Sporiger. Wenn ich da genügend habe. Okay, habe ich jetzt zwei. Die anderen habe ich, glaube ich, auf der Bank liegen gehabt. Wie ihr seht, habe ich mir jetzt übrigens das 150er Reiten gekauft, beziehungsweise das Reiten gelernt und das passende Reittier dazu gekauft. Ich hatte es einfach satt mit, was waren es, 50% Reitgeschwindigkeit zu reiten. Jetzt habe ich 100% und das Ganze geht doch deutlich schneller und entspannter. So kann ich auch mal endlich, was andere schon lange machen, durch Mobs durchreiten, ohne absitzen zu müssen, weil ich attackiert werde. Die sind jetzt einfach nicht mehr schnell genug dazu. So. Wir sind also im Zielgebiet. Dann werde ich mir jetzt hier mal gleich, und zwar nachdem ich die Glühkappe hier mitgenommen habe, mein Gift auftragen auf die Waffen und dann geht's los, würde ich sagen. Ich muss bei Gelegenheit auch mal dran denken, dass ich neues Gift, also neue, was brauche ich für das tödliche Gift? Neues Jungfernleid kaufe und auch Kristallfiolen. Kräuter zupfen kann ich ja nicht. Okay, dann würde ich sagen, geht's los, ne? Auf herkömmliche Weise plündern und beziehungsweise ausrauben. Oh. Sklaventreiber, Sklaventreiber und Verzauberinnen, okay. Tja, du rufst einen Sklaven zur Hilfe, da ist aber keiner in der Nähe. Da oben sind zwei, genau. Eine Verzauberin, jawohl. Also Verzauberinnen gibt es hier wohl mehr, ha? Huh? Muss mal schauen, dass ich die sinnvoll auswähle. Möglichst nach Sklaventreibern such und die Verzauberinnen, ja, die gehen dann so nebenbei. Ja, die Sklaventreiber sind die dunklen. Okay. Da werden jetzt wahrscheinlich noch ein paar Mobs dazukommen. Die Sklaven wahrscheinlich.
Ich werde meinen Schaden nach wie vor auf den Sklaventreiber hier fokussieren. Und normalerweise müssten dann die Sklaven, sobald der Sklaventreiber hier besiegt ist, von mir ablassen. Schauen wir mal, ob das so ist. Jawohl, genau. So ist das ganz entspannt. Wo willst du denn eigentlich hin? Ich will mich einfach verlassen hier. So, Sklaventreiber. Die sind aber auch nicht so sehr einfach zu finden, ne? Wieso haust du immer noch auf mich ein? Habt ihr da gar nichts getan? Ey. Oh mein Gott. Nein, keine Arkanengeschosse. So, geht doch. Warum der gleich so? Jo, dann würde ich sagen, mal ein bisschen heal und dann geht's weiter. 5 Verzauberinnen haben wir schon. Da ist die 6. Und dann brauche ich bloß noch diese da. Die Sklaventreiber. Da sind gerade genug in der Gegend. Das schaut gut aus. 1, 2, 3, 4 habe ich da gesehen. Ja. So, also auf geht's. Widerstanden. Doll. Eine Plünderkiste, jawohl. Oder Plunderkiste. Oh, was war denn das? Ein Dolch, cool. Zwar überhaupt nichts, was ich brauche, Klinge des ungestillten Verlangens. Ich bin Schwertkämpfer. Aber hey. Stiehlt dem feindlichen Ziel Leben und erhöht die Angriffskraft. Naja, so doll ist der jetzt nicht. Aber mit 1,3 Geschwindigkeit hört es sich doch zumindest nice an, ne? Das ist zu weit entfernt. Auf jeden Fall was fürs Auktionshaus, würde ich sagen. Ja, haben wir nicht widerstanden, sehr gut. Den hergerufen gehabt. Unglaublich. Von wo die alle kommen? Warum gehst du eigentlich auf mich los? Manche gehen auf mich los und manche verschwinden, wenn ich den Boss getötet habe. Also was heißt den Boss? Was für was ich meine? Ja, okay. Muss man nicht verstehen. Ach, das war wahrscheinlich die Heilung von meinem Schmuckstück. Na, ich glaube, da war's wieder. Altpacken am 200, ja, genau. Was war's? Ich habe da vorhin für Ahune den Eventboss gesucht, aber gefunden habe ich leider nichts. Da Truhe, ne. Das heißt, ich werde mal schauen, ob ich später oder morgen nochmal irgendwo eine Gruppe finde. Muss ich das Video doch mal noch um ein, zwei Tage verschieben? Jetzt haben wir heute Mittwoch. Leider geht das Event bloß bis wahrscheinlich Sonntag, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber okay.
Ich will es mal so sagen, wenn ihr dieses Video hier seht, ist es sowieso schon vorbei. Ich glaube, das Video hier ist irgendwann Ende nächster Woche. So, machen wir mal einmal auf hier. Einen Nitratstoff. Einen einzigen, das ist nicht viel. Ja, nee, ich will Sklaven. Ah, warte mal, einen können wir schon machen. Eine Verzauberin könnten wir machen. Nicht genug Energie. Ja, geh halt auf ihn los. Autsch. So, das waren die Verzauberinnen. Jetzt brauche ich noch ein paar Sklaventreiber. Sklavenhändler, Treiber. Die habe ich nicht getötet. Das war ich nicht. Aber da ist schon mal einer. Noch ein Sklaventreiber, das ist dann die Nummer 11. Ich glaube, die muss ich beide machen. Ja, komm, komm mit. Wäre jetzt doch fast schief gegangen. Aber danke für die freundliche Unterstützung, Herr Parler. Nein, Magier, okay. So. Dann kommst du mir noch recht und dann war's das, oder? So, das war's. Dann können wir nach Sporriga zum Abgeben gehen. Das ist das, was ich gemeint habe. Da kann man so richtig schön durchreiten, schnell, zügig. Und selbst wenn sie einen mal sehen, kann man einfach weiterreiten. Ja, gut. Außer man ist im zu tiefen Wasser. Ja, aber schade, hat doch eigentlich gar keine Chance. Er ist Nahkämpfer und erreicht mich nicht. Bei Range-DDs, da ist es vielleicht ein bisschen was anders, aber bei so Nahkämpfern, Milis, Gottes Willen. Alles easy. Von daher ist das eine Geldausgabe, die sich gelohnt hat. Wahnsinn, 5, 6, 700 Gold, glaube ich, habe ich dafür ausgegeben. Also, ihr müsst jetzt lügen, ungefähr 700 Gold müsste ich ausgegeben haben. So, da ist er doch. Was gehört von, bringt mir ein Gebüsch, das habe ich nicht. Ah, Bluthibiskus, das muss ich irgendwo machen, im tiefen Sumpf, glaube ich. Ja, und da kann ich nichts davon brauchen. Ein Stab brauche ich nicht, Stangenwaffe nicht, ein zweihändiges Schwert und einen zweihändigen Streitkolben. Also 787, 793, 793, oder? Können wir mal anschauen, wie schaut es denn aus beim zweihändig, okay. Schaut alles ein wenig langweilig aus, oder? Na, zum Glück kann ich es verkaufen. Alles klar, dann beenden wir die Quest. Noch mehr. Ich dachte, ihr hättet euch darum gekümmert. Ich schlage vor, dass ihr tötet 12 Sklaventreiber. Das ist eine wiederholbare Quest.
Okay, das probiere ich jetzt mal. Wahrscheinlich, so wie es ausschaut, ist die wiederholbar. Jetzt als Belohnung nichts weiter, ne? Ja, okay. Machen wir es halt nochmal schnell. Wenn ich sowieso gerade in der Gegend bin, ne? Und ich habe für das Video auch noch ein bisschen Zeit, also von daher. Alles easy. Dann gehe ich jetzt einmal erst auf den los, der mich da gerade verfolgt hat. So als kleine Rache und so. Du warst es. Ja, dann kommen natürlich gleich wieder zwei, ne? Ich bin in einen Kampf verwickelt. Nein, ich bin in keinen Kampf verwickelt. Ich möchte dich plündern. Gut, läuft doch. Habe ich noch was Kreuz außer dem blauen? Nee, ne? Und weiter geht's. Genug ausgeruht. Wer bist denn du? Ja. Muss ich echt reiten, weil da noch einer mitfarmt hier. Gut, dann hauen wir mal raus, was wir hier alles an ja. Schon alles mit, da ist er noch. Geht doch, läuft doch. Aber wenigstens noch irgendwo eine Plünderkiste oder so. Irgendwas, was ich mitnehmen kann? Nö, natürlich nicht. Das hätte schon mehr verdient, glaube ich. Viel mehr. Aber ich habe immerhin schon drei Verzauberer. Von daher würde ich sagen, es läuft. Ja. Okay, ein Jäger ist ja auch noch am rumtun. Der ist meiner. Kann ich mir eigentlich den Kick sparen, oder? Schau mal, weg von mir. Ach, nicht her zu mir. Weg von mir, habe ich gesagt. Hängen geblieben. Was machst denn du da? Ey, Leute, hallo. Was soll denn das hier eigentlich? Könnt ihr nicht einfach noch hier zusätzlich adden? Es ist ja geschmarrig.
Irgendwann muss ich hier wieder Talburg-Wild erledigen. Also. Was schon? Sorry. Essen mitbringen und kochen und was weiß ich, was man alles machen muss hier. Eine Rolle der Intelligenz für den Schurken. Ja, ganz klasse. Komm her, ich übe an dir ein bisschen meine Wurffähigkeiten. Ein Glühkäppchen. Ich kann mir vorstellen, dass ich schon hunderten vorbeigerannt bin. Einfach, weil ich dann immer dran denke. Du hier oben hörst mal. Ich bin außer Reichweite. So, Sklaventreiber. Wie viel brauche ich denn noch? Ich brauche noch 4 von den Sklaventreibern, das passt. Ja, schau doch mal. Falsche Richtung inzwischen. Gut, läuft. Oh, da ist jetzt gerade keiner in der Nähe. Da oben auch nicht. Und es ist auch nur so eine Verzauberin. Ich brauche aber Sklaventreiber. Da vorne ist einer. Und da ist auch noch einer. Sklaventreiber noch, da vorne war irgendwo einer, glaube ich. Oh, der wird gerade gemetzelt. Das müsste eigentlich der letzte gewesen sein, außer er tötet mich. Wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, ne? So, alles klar. Dann gehen wir mal abgeben.
Schauen wir mal, ob das Ding jetzt blau wird. Was für eine wiederholbare Quest wird. Will die von mir eigentlich? Geh weg. Noch eine. Da habe ich jetzt dann die 9. Ja, nehmen wir die auch noch mit, dann können wir da gleich nochmal 10 Stück abgeben. Freunde sind. Wir spenden. Ich habe nochmal 57. Also das scheint wohl eine wiederholbare zu sein. Immer 750. Da kommt man auf jeden Fall auf 6000. Naja, das könnte ich mal bei Gelegenheit machen. Okay. Schauen wir mal schnell, wo ich die abgeben könnte. Danke. Das war nix. Da war es beim Rüstmeister. Wo war denn das? Die Sporen habe ich jetzt nicht, ne? Der hat nix, der hat auch nix. Okay. Auch nix, hallo? Konnte ich nicht irgendwas mit den Glückkarten machen? Beim Rüstmeister, ich könnte beim Rüstmeister was kaufen, oder? Aber das mehr war da nicht, glaube ich. Ah, jetzt ist ja auch eine wiederholbare Quest. Alles klar. Okay. Was bin ich jetzt? Okay. Dann. Bedrohung gegenüber Feinden reduzieren. Naja, irgendwie nicht so. Also, ich würde sagen, das war jetzt wirklich die letzte Quest, die ich hier habe. Die letzte normale Quest. Alles andere sind Rufquests und Level 70er Dungeon Quests. Und eben Beschwert Ahune, das ist die Event Quest. Sobald ich eine Gruppe gefunden habe, nehme ich euch mit, dann schauen wir uns Ahune mal an. Wie gesagt, das war alles vor ungefähr einer Woche. Wenn das Video hier rauskommt, ist es eigentlich schon lange vorbei, das Event. Es müsste eigentlich ungefähr aufhören, wenn Olympia in Japan aufhört. Das bedeutet, heute, wie gesagt, ist Mittwoch eigentlich. Am Sonntag ist es dann auf jeden Fall vorbei, so, wenn ich mich richtig informiert habe. Wenn meine Quellen stimmen, wie es so schön heißt. Ja, von daher. Alles klar, für die Folge war es das jetzt. Jetzt sind wir endlich in den Zankermaschen durch. Und als nächstes sehen wir uns dann in den Wäldern von Terroka. Bis dahin, bleibt gesund, haltet die Ohren steif, liken nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren und so weiter. Dann sehen wir uns, bis bald, ciao, ciao.